Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Life is Strange. In der letzten Episode haben wir einen Mord auf dem Mädchenklo verhindert. Klingt wie ein schlechter Film. Mord auf dem Mädchenklo. Ja, und jetzt schauen wir mal, nachdem wir den Feueralarm ausgelöst haben, was hier draußen so los ist. Rachel Amber. She looks so hopeful and pretty. I wonder what happened to her. Sind auf jeden Fall einige Flyer von ihr hier. Das scheint ein großes Thema zu sein hier mit dieser vermissten Person. I would so be there if a Sasquatch actually did battle a Razorback. Do the Bigfoot Stomp. Das scheint ein Footballspiel zu sein zwischen den Bigfoots und den Razorbacks. Das sind wahrscheinlich hier die beiden Unimannschaften. Ich gucke ja sehr gerne Football. Ist ja auch demnächst jetzt der Super Bowl. Dieses Wochenende übrigens auf Sat.1, falls ich da ein bisschen Werbung für machen darf. Kommen die Playoffs. Also es lief schon die ganze Zeit, aber jetzt kommt quasi das Halbfinale, würde der Deutsche sagen. Und dann, ich glaube, übernächstes Wochenende dann der Super Bowl. Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition. But would you do Miss Grant a favor and hear me out? Sure, I always have time for you. What's the petition? David Mattson, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high security penitentiary. I guess cameras could have helped Rachel. I can see both sides. You're fair-minded, Max. And we all pray Rachel is found safe and sound, bless her soul. But this petition isn't about her. Blackwell Academy has a noble heritage. From the Native Americans who founded this land, to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. You know a lot about Blackwell for being the science teacher. Science is history, Max. And I have a secret wish to teach local lore and legends. There's a lot of unique facts about this you might really enjoy discovering. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Hm. Na, machen's einfach mal ihr zuliebe. Absolutely. I don't mind security, but not pure surveillance. I knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason. Das hat bestimmt auch wieder Auswirkungen, oder? Ja, dachte ich mir. Unsere Stimme hat natürlich Auswirkungen. So will es ja, so wäre es doch schön, wenn das wirklich so wäre. Ja, der arme Warren schickt hier die ganze Zeit Nachrichten, schon seit Tagen. Oh Gott. Hi Max, kannst du meinen Stick mitbringen? Brauche Info und Platz. Hallo? Sorry, bin spät dran. Verrückter Tag. Ich sehe dich auf dem Parkplatz. Bin cool. Wirst schon sehen. Meine Kamera ist bereit. Bis gleich. Hoffentlich. Okay, also wir haben ein Meeting mit ihm auf dem Parkplatz. Okay, I better get to my dorm and grab that flash drive. Aber zuerst sollen wir den USB-Stick holen. Was haben wir denn hier noch? Oh Gott, hier haben wir auch neue Einträge im Tagebuch. Oh je. Montag, 9. Oktober. Es wird immer der merkwürdigste Eintrag aller Zeiten. Ja, doch. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es begann mit dem lebhaftesten Traum meines Lebens. Ich lief mitten in einem Sturm zum Leuchtturm, bis ich zur Klippe kam. Dann sah ich einen riesigen Tornado auf Arcadia Bay zu steuern. Es war so echt, dass ich in dem Regen auf meinem Gesicht fühlte und die Hosen voll hatte. Dann wurde ein Boot in den Leuchtturm geschleudert und ich dachte, ich sterbe. Aufgewacht bin ich in Jeffersons Stunde, dabei hatte ich nicht mal geschlafen. Wäre fast vom Stuhl gefallen. Er hat mich was gefragt und ich habe total versagt. Victoria hat mich natürlich noch dümmer aussehen lassen. Sie ist so fies. Dann war ich zu feige, ein Foto von den Helden des Alltagswettbewerbs einzureichen, während Victoria sich bei Jefferson einschleimte. Er ist so cool und will, dass ich Erfolg habe.
Ich fühlte mich so beschissen. Ich wollte bloß auf der Toilette allein sein und mein Gesicht waschen nach diesem Albtraum. Im Bad sah ich diesen wunderschönen blauen Schmetterling reinfliegen. Und als ich in der Ecke ein Foto von ihm machte, kam Nathan Prescott rein und führte wirre Monologe. Ich versteckte mich und dann kam diese Punkerin rein und sie stritten über Drogen und Geld. Dann zog Nathan allen Ernstes eine Waffe und erschoss sie. Hier wird es merkwürdig. Als er Abdrücke abdrückte, kam ich aus der Ecke und streckte aus irgendeinem blöden Grund meine Hand aus, als könnte ich die Kugel aufhalten. Plötzlich fühlte ich die Veränderung in der Welt und mich um mich und Druck auf meinem Kopf. Alles schien rückwärts zu laufen und ich war wieder an meinem Tisch. Ich dachte, mir wären Drogen untergejubelt worden, bis ich mich beruhigte. Im Unterricht lief alles wie vorher. Täglich grüßt das Murmeltier. Irgendwie konnte ich die Zeit zurückdrehen. Einen Nervenzusammenbruch konnte ich nur verhindern, indem ich ausprobierte, ob ich diesmal das Mädchen vor Nathan retten könnte. Kein Plan wie. Ich wusste nur, dass es nicht mit mir leben können würde, wenn ich sie wieder sterben ließe. Diesmal konnte ich Jefferson mit den richtigen Antworten auf all seine Fragen entkommen und aufs Klo eilen. Ich versteckte mich wieder und konnte es kaum glauben, als Nathan auftauchte und wieder durchdrehte. Dann kam das Mädchen wieder aufs Klo und bevor Nathan sie erschießen konnte, löste ich den alten Feueralarm aus und verscheuchte sie beide. Sieg! Bis ich vom Sicherheitschef David Madsen, der sich für Chuck Norris, Blackwell Ranger hält, ausgefragt wurde. Nathan Prescott hätte fast ein Mädchen getötet und das Problem bin ich. Ich war so froh, als Direktor Wells einschritt und David wegscheuchte. Ich wollte Direktor Wells informieren, dass Nathan im Klo mit einer Waffe rumgefuchtelt hatte, wollte aber das Mädchen oder meine Fähigkeit nicht erwähnen, aus offensichtlichen Gründen. Wie sollte ich ihm das erzählen, ohne irre zu klingen? Er fragte, was ich während eines Alarms im Flur zu suchen hätte. Ich bin immer noch froh, dass ich ihm nicht sagen musste, dass Blackwells allergrößter Wichtigtour in der vorherigen Zeitgeschichte ein Mädchen umgebracht hatte. Mein Schultag hatte also mit einem apokalyptischen Albtraum begonnen und endete damit, dass ich ein Leben rettete und entdeckte, dass ich die Zeit zurückdrehen kann. Besser geht's nicht. Ja, das ist wirklich cool. Und wir haben zwei neue Einträge, drei sogar. Nathan. Ich dachte, Victoria Chase wäre mein größtes soziales Problem. Jetzt muss ich mich auch noch mit Nathan Prescott rumschlagen. Ich denke, er hat meine verrückte Zeitreisekraft ausgelöst, als er das Mädchen im WC erschossen hat. Er ist 19 und bereits ein furchterregender Scheißkerl. Ich denke, ich habe einen kleinen Vorteil gegenüber Nathan mit meinen Zeitreisen, aber wenn er mich erschießt, kann ich auch nichts mehr ändern. Ich muss aufpassen, wenn er in der Nähe ist, besonders weil er Freunde in wichtigen Positionen hat. Der Name seiner Familie steht quasi auf jedem Gebäude in Blackwell. Sein Geld gegen meins. Nathan tut mir schon leid, er scheint sich nicht unter Kontrolle zu haben, als hätte er Drogen oder zu viele Medikamente genommen. Andererseits ist er ein Arsch, den niemand zur Rechenschaft zieht. Und er hat fast, nur fast, ein Mädchen auf dem Campus getötet. Selbst direkt zur Polizei gehen? Was soll ich zu meiner Zeitreise sagen? Gar nichts. Ich muss ab jetzt Augen im Hinterkopf haben. Wow, der Wachmann ist das größte Arschloch hier. Und das will was heißen. Er tut so, als habe jeder ein Verbrechen begangen oder stehe kurz davor, eins zu begehen. Er hat mich heute im Flur ausgefragt und ich dachte, er verhaftet mich. Ich weiß nicht viel über ihn, aber ich habe gehört, er würde aus der Armee oder so geworfen. Natürlich wird er als Sicherheitschef an der Blackwell Akademie angestellt. Man soll doch sicher auf dem Campus fühlen, oder etwa nicht? Dieser Idiot stolziert überall mit seiner Marke und Knarre rum, als wollte er den Elektroschocker zücken. Er würde aber ein gutes Porträt für Autorität liefern. Wer heiratet so einen Typen? Seine Familie tut mir leid. Muss sein, als lebe man in einer Kaserne. Grusel. Noch einer, dem ich aus dem Weg gehen sollte in Blackwell. Muss sie alle sammeln. Ja, auf jeden Fall finde ich ihre Gedanken sehr lustig. Vor allen Dingen, weil die immer so springen. Dass sie auf einmal zum Beispiel über seine Familie nachdenkt und so. Das war's schon. Den Direktor haben wir doch noch. Ich weiß nicht, was Direktor Wells Problem ist. Er scheint mir stets zu misstrauen. Wer hätte gedacht, dass ich solchen Ärger bereite? Er wollte wissen, warum ich Löcher in die Luft starre. Ich stotterte wie ein Trottel. Er hat so viel Macht über mein Stipendium, dass er mich mega nervös macht. Ich habe ihn mit anderen Lehrern und Schülern lachen sehen, also weiß ich, dass er ein Problem mit mir hat. Er schien etwas gestresst, aber das wär auch so, wenn ich Blackwell und das ganze Theater beaufsichtigen müsste. Sein Atem roch nach Alkohol, aber es könnte auch sein... Eau de Cologne gewesen sein. Oder? Bei meinem ersten Besuch in seinem Büro war er so nett und gab mir das Gefühl, Teil einer besonderen Welt zu werden. Er meinte, er hoffte, ich werde mal eine großartige Fotografin und erwiderte Blackwell den Gefallen. Das halte ich für Wunschdenken, aber es hat sich gut angefühlt. Ich darf
Nur nicht weiter auffallen, bis ich sein Vertrauen gewonnen habe. Okay. Schauen wir uns mal weiter um. Hayden. Wer bist du denn? There's Hayden in his Vortex Club Harem. He sure is living the dream. Hey, Hayden. There she is. The retro selfie master. That's me, all right. You look relaxed as usual, Hayden. It's a skill one cultivates at Blackwell. Especially when one represents the Vortex Club. Not to boast. What the hell is the Vortex Club anyway? Seems so elitist. Only if you're not cool enough to get in. And it doesn't hurt your resume. If you say so. I do. But you should actually come hang with us one night. Then you wouldn't be so inclined to gossip. You mean hang with a Vortex Club? That sounds like a setup to a horrible prank. Chillax, paranoia girl. We're not that desperate for fun. We know how to do that on our own. It seems weird to think about partying with all those Rachel Amber posters up. You're high. Rachel used to hang out with us too. She was a blast. Smart, not bitchy like, you know. So you knew Rachel Amber? I knew she liked to party. Fun to be around. Oh yeah, and she was hot. So viele Antwortmöglichkeiten. What do you think happened to her? Whatever happens to people who disappear without a trace. Did Victoria like Rachel? She seems like the jealous type. Don't think you know Victoria so well. She respected Rachel, even if she didn't act like it. Rachel was actually a member of the Vortex Club? No. Rachel was like her own club. She was actually too cool for us. And I'll deny I ever said that. Do you really want Nathan Prescott to represent? Oh, please. Nathan is like everybody's voodoo doll. Kill the rich kid. He's all right and a fun guy to hang with. Fuck the haters. He seems genuinely unstable to me. Nate has his extreme moments, but don't we all? Yeah, er hat wirklich extreme Momente. Let's talk later, Hayden. Bye, Max. No, I have to get my chemical on and study. We should get you and Dana out one night. Naja, für mich klingt das auch ein bisschen komisch, dass die uns da auf einmal in diesen Vortex-Club einladen wollen, wenn da nur so Elite-Leute drin sind. Die brauchen uns doch nicht. Brooke actually has a drone. Cool, sie hat eine Drohne zum Fotos machen. Let me guess. You want to fly my drone? I'd love to. I love planes and balloons and... This is neither. Do you know what a drone really is? A weapon, right? You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny. Warren said you were smart. Please, step back. Oh, schade. Ich dachte, wir können die Drohne fliegen. Oh, guck mal. Ein kleines Eichhörnchen. Ein komisch gefärbtes Eichhörnchen. Es ist blau-grau. Das ist fast gar nicht scheu. Wo wohnen wir denn? Da sind ja noch mehr Eichhörnchen. Sollen wir den USB-Stick holen? Das ist scheinbar das Schwimmteam. Otter Power? I'm so not there. Otter sind flotter. And this is where the otters perform their aquatic magic. Okay, es scheint aber hier nicht nur Kunst zu geben, wie es scheint. Also, Kunst zu geben. Es scheint nicht, wie es scheint, ja. Ja, es gibt hier auf jeden Fall ein Football-Team, was wir da hinten noch sehen. Also, weiß nicht, da laufen irgendwelche komischen Knubbel rum. Vielleicht sind das irgendwelche Spieler. Keine Ahnung, die Grafik ist ja ein bisschen komisch. Aber es gibt auch ein Schwimmteam. Das heißt, die scheinen auch viel Sport hier zu machen und nicht nur Kunst. Das finde ich ja eigentlich schon mal gut, denn nur in einem gesunden Körper wohnt auch ein gesunder Geist.
so bizarro to be back here after 5 years. I thought I could just fit right back in at school. But with all this shit going on, I'm even more an outsider. And who can I confide in besides my journal and my camera? Man, these are supposed to be the best years of my life. This is what it's like to be alone and feel lonely at once. Tja, das ist schon traurig, ne? Ich finde auch sehr schade, wenn dieses Mobbing und sowas wird ja wirklich immer mehr, glaube ich, an den Schulen. Und ich finde es sehr schade, wenn Leute, die eigentlich sehr begabt sind, die sehr schlau sind, wegen irgendwas gemobbt werden an der Schule und deswegen dann unter Umständen auch gar nicht mehr gerne zur Schule gehen, die Schule hassen, Angst davor in die Schule zu haben, Angst davor haben, in die Schule zu gehen, so. Und dann eventuell auch schlechte Noten schreiben und ihren Schulabschluss vielleicht sogar gar nicht schaffen. Und das alles nur wegen irgendwelchen Idioten, die meinen, meistens wegen Äußerlichkeiten zu mobben und solche Geschichten. Yo, Justin. Check out the Max. Come to thrash? Oh yeah? Bring it. What's your first move gonna be? Jump? You're such a poser. If you can't even name a simple nose slide or a tray flip, you should walk on. Ah. Renn, Spuren zurück. Yo, Justin. Check out the Max. Come to thrash. I came to nose slide. But I'd love to see somebody do a tray flip. Oh, sick. You're not a poser. Nah, I just can't skate worth shit. Oh, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? Nose slide ist eigentlich ja ziemlich langweilig. Go for a tree flip. Let's get Trevor all over that action. Ah. Schaut mal, hier ist das Skateboard. Wie nett. Mach ich Foto durch Facebook. Cool. Seht ihr, das habe ich nämlich noch so in Erinnerung gehabt mit diesem Skateboard. Ach, guck mal, ein Eichhörnchen mit einer Cola. Das finden wir vielleicht auch hier noch irgendwo. Na, geht's denn jetzt wieder? Tut ganz schön weh, ne? Daniel zeichnet hier gerade. What's up, Daniel? Oh, hi Max. Could I ask you a question? Would you mind letting me sketch you? I do put my sketches on Facebook, though. Mach ich Foto durch Facebook? Ja, theoretisch. Warum nicht, ne? I'd be honored, Daniel. Ist ja nur eine Zeichnung und kein Nacktfoto. Funny, you should say that. I was just thinking about my real muse. Rachel Amber. Oh, hat er irgendwas mit ihrem Verschwinden zu tun? Du kranke Sau! Was ist mit dir passiert? Was hast du damit zu tun? Ist sie in deinem Keller? Some people said she ran away. Some say she jumped off a cliff. I just hope she's okay. Hard to avoid her posters all over campus. Kills me to see her sweet face used as a crime photo. She had a good heart. You knew her? No, but once she asked me to draw her portrait. Oh, she was a natural. Okay, why don't you start drawing me? Even though I must be a step down from Rachel. No way, you're a good substitute, Muse. Good substitute, yeah. Nett. Oh, that's a good posture. Oh yeah, gib's mir. Komm schon. Good, good. Schade, dass wir nicht noch irgendwelche Posen machen können jetzt hier. Selber. Hätte ich lustig gefunden. Das ist doch gar nicht so, wie wir sitzen. Aber für die 10 Sekunden. Diese Tat wird Konsequenzen haben.
Was war denn jetzt? Wir hätten sagen können, dass wir nicht porträtiert werden wollen von ihm. What's up, Daniel? Oh. Ah ja, doch, nee, da bleiben wir bei. Funny, you. Okay. Gut, den Kram, den haben wir ja schon. Jetzt müssen wir nicht nochmal alles gucken. Ich fände jetzt ein bisschen blöd, der arme Junge. Also, klar, wer weiß, was er da mit dem Bild macht, aber wir haben ja das Endergebnis gesehen. Es war ja wirklich ein schönes Foto von uns. Warum sollen wir ihm das abschlagen? Also. Clever. Was steht denn da? Vortex Club sucks. Hello? Max, I don't feel like talking. What's wrong? Nathan Prescott, little rich bitch kid. He thinks he can own people like his parents own Blackwell. Like he owns the Vortex Club. Yes, he's a nasty piece of work. Somebody needs to take that prick down. It'll happen. Karma doesn't play favorites. Yeah, history always proves that, right? Just wait for justice. You sheeple. Hm, das ist aber nicht sehr nett. Guck mal, hier ist die Flasche. So eine Dose. Let's talk later, okay, Max? Wo man ein Foto machen könnte mit einem Eichhörnchen. Aber hier ist kein Eichhörnchen. Hm. Gut, liebe Leute. Dormitories. Ja. Da gehen wir gleich hin, beziehungsweise in der nächsten Episode. Wir schauen uns aber noch ein ganz kleines bisschen hier um. Und dann gehen wir zu unserer Wohnung. In der nächsten Episode. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, ciao, ciao. Euer Silent.